Die Geister scheiden sich, wenn es um die Frage geht, wie wirksam englische Langbogen wirklich waren. Viele Historiker und Geschichtsbegeisterte halten es für einen Mythos, dass Pfeile Plattenpanzer durchschlagen konnten, und stützen diese Ansicht auf Tests, wie sie zum Beispiel der YouTuber Todd von Todd's Workshop durchgeführt hat. Seine Versuche liefern unschätzbare Informationen für diese Debatte. Andere, wie zum Beispiel viele traditionelle Historiker, halten es durchaus für möglich, dass ein Langbogen eine Rüstung durchdringen konnte, auch wenn sie die Tests ebenfalls kennen. Ganz allgemein gesagt, macht man es sich natürlich etwas zu einfach, wenn man die Wirksamkeit einer Waffe allein an ihrer Durchschlagskraft messen will. In diesem Video möchten wir die Debatte rund um den englischen Langbogen beleuchten und erklären, warum es so schwierig ist, eine Antwort zu finden, die für alle Seiten befriedigend ist. Die Debatte selbst ist schon ziemlich alt. Spätestens in den 1980er Jahren haben Historiker damit begonnen, über den englischen Langbogen und seine Wirksamkeit zu diskutieren. Und bereits 1998 konnte Clifford J. Rogers eine Verteidigung der traditionellen Ansicht verfassen, die Kelly de Vries 1994 in Frage gestellt hatte. In der Folge dieses Hin und Hers wurden verschiedene Untersuchungen durchgeführt, die sich vor allem mit der Durchschlagskraft von Langbögen, expliziter ihrer Fähigkeit, Plattenpanzer zu durchschlagen, befassten. Matthias Bain im Jahr 2006, Mark Stratton im Jahr 2010, eine Computeranalyse der Technischen Universität Warschau im Jahr 2017 und eine ganze Reihe jüngerer Tests, wie eben die von Todd's Workshop, wurden publiziert. Die Tester kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Einige Tests zeigten, dass die Pfeile Harnische durchaus durchschlagen können, andere, wie die von Todd, zeigen das Gegenteil. Die Tester sind sich aber einig, dass die Frage, ob ein Pfeil tatsächlich einen Plattenharnisch durchdringen kann, sehr vielschichtig ist. Ob das möglich ist, hängt nämlich von einer Vielzahl von Faktoren ab, wie zum Beispiel der Stärke der Rüstung, dem Zuggewicht des Bogens, der Art des Pfeils, der Art, wie der Bogen gezogen wird, ob der Pfeil gehärtet ist, wie die Rüstung gefertigt ist und so weiter. Unter all diesen Tests sind wohl die von Todd am bekanntesten. Er und sein Team haben hervorragende Arbeit geleistet und es lohnt sich wirklich, einen Blick darauf zu werfen. Wichtig ist es dabei aber, alle Videos anzusehen, besonders auch die Folgevideos, in denen Todd mit dem Historiker Tobias Capwell spricht. In diesen Folgevideos stellen die beiden klar, dass sie nie die Wirksamkeit des Langbogens im Allgemeinen bestreiten, sondern lediglich testen wollten, ob ein Langbogen eine Rüstung, wie sie 1415 in Agincourt eingesetzt wurde, durchdringen könne. Todd selbst erklärt, seine Tests lieferten lediglich Anhaltspunkte und keine endgültige Antwort. Entgegen den Ergebnissen von Todd vertreten traditionellere Historiker wie Clifford J. Rogers oder Historiker mit gemäßigteren Ansichten zu diesem Thema wie Kelly de Vries die Ansicht, dass von Langbögen verschossene Pfeile einen Plattenpanzer sehr wohl durchdringen konnten. Aber wie kommt es dazu, dass sich Historiker, Geschichtsenthusiasten und Tester in dieser Frage so uneinig sind? Der Kern des Problems ist, dass viele Primärquellen nicht mit den Ergebnissen moderner Tests übereinstimmen und berichten, dass die Pfeile der englischen Langbogenschützen äußerst effektiv waren und die Rüstungen von französischen Rittern in vielen Fällen durchschlugen. In einer Primärquelle, dem Chronicon Comitum Flandrensium, heißt es beispielsweise über die Schlacht bei Crecy, dass die Bogenschützen des Prinzen von Wales Pferde und Männer mit ihren Pfeilen durchbohrten. Der Chronist Froissart spricht davon, dass die Pfeile der Bogenschützen die Arme und die Brust der Genueser durchbohrten. Geoffrey Le Baker schreibt über die Schlacht von Poitiers, dass die englischen Bogenschützen die Franzosen massiv und furchtbar durchbohrt haben. Natürlich wird in keiner dieser Quellen explizit davon gesprochen, dass die Pfeile Rüstungen durchschlugen.
war der Langbogen also vor allem eine effektive Waffe gegen leicht gerüstete Gegner wie die Schotten, die in der Schlacht von Halidon Hill 1333 von englischen Pfeilen niedergemäht wurden, oder die weniger schwer gerüsteten Waffenknechte des frühen 14. Jahrhunderts? Aber wenn das so gewesen wäre, wie kommt es dann, dass König David II. Von Schottland und König Philipp VI. Von Frankreich beide durch Pfeile verwundet wurden? Wenn jemand die beste Rüstung der Zeit hatte, dann waren das sicher diese Männer. Über diese logischen Belege hinaus gibt es auch eine Reihe schriftlicher Quellen, die explizit berichten, dass Pfeile Rüstungen durchbohrt haben. So beschreibt etwa der Chronist Adam Murraymouth, dass Pfeile und Lanzen bei Cressy die Eingeweide von Menschen und Pferden durchbohrten, wobei ihre Rüstung dies nur selten verhinderte. Geoffrey Le Baker berichtet, dass bei Poitiers Bogenschützen ihre Pfeile über die Rüstungen der Ritter siegen ließen. In der Chronographia Regum Francorum heißt es, dass die Engländer die Franzosen angriffen und mehr von ihnen mit Pfeilen töteten als auf andere Weisen. Während es sich bei diesen drei Beispielen um Berichte zu früheren Auseinandersetzungen handelt, gibt es auch konkrete Quellen zur Schlacht von Agincourt, die Ähnliches berichten. John Lydgate schreibt: Unsere Bogenschützen schossen mit großer Tatkraft und brachten die Franzosen schnell zum Bluten. Ihre Pfeile flogen mit großer Geschwindigkeit und streckten unsere Feinde nieder. Sie gingen durch Brustpanzer, Kettenhemden und Beckenhauben. Der französische Chronist und Augenzeuge Jean de Vorin berichtet, dass die Franzosen begannen, ihre Köpfe unten zu halten, besonders diejenigen, die keine Schilde hatten, wegen der heftigen Kraft der englischen Pfeile, die so schwer fielen, dass niemand es wagte, sein Visier zu heben oder nach oben zu schauen. Bevor sie in die Nähe des Gegners kommen konnten, wurden viele der Franzosen durch die Pfeile behindert und verwundet. Das ist natürlich nur eine Auswahl an Quellen, aber sie macht den Punkt deutlich. Hier seht ihr die Liste aller Quellen, die wir gefunden haben, die berichten, dass Langbogen Rüstungen durchschlagen konnten. Die brennende Frage, die bleibt, ist, ob wir diesen Quellen vertrauen können. Das ist eine sehr wichtige Frage, die sorgfältig und methodisch angegangen werden muss. Um solche Fragen zu beantworten, wenden Historiker die sogenannte Quellenkritik an. Stellt euch den Historiker als Richter und die Quellen als Zeugen vor, ähnlich wie in einem Gerichtssaal. Der Historiker stellt seinen Quellen Fragen, um festzustellen, ob er ihnen vertrauen kann. Oftmals sind Zeugen unzuverlässig oder lügen. So wie ein Richter den Zeugen nicht einfach glauben kann, kann auch der Historiker den Quellen nicht einfach glauben. Stattdessen stellen Historiker Hypothesen auf und überprüfen sie anhand mehrerer Quellen. Sie halten sich also an den Grundsatz der Falsifizierbarkeit. Dies lässt sich am besten mit den Worten des einflussreichen deutschen Historikers Reinhard Koselleck zusammenfassen. Als Historiker darf ich nichts behaupten, was anders aus der Quelle zu lesen ist. Koselleck nannte dies das Vetorecht der Quellen. Die praktische Umsetzung ist natürlich nicht so einfach, wie das im ersten Moment klingt. Wenn man beispielsweise die Frage stellt, ob Ludwig XVI. Ermordet oder zu Recht bestraft wurde, fallen die Antworten unterschiedlich aus, da dies von der jeweiligen Sichtweise abhängt. Aber es wäre schwer zu argumentieren, dass die Guillotine seinen Kopf nicht von seinem Körper getrennt hat. Wenn jemand das Gegenteil behaupten würde, würden die Quellen ihr Veto einlegen. In unserem Fall wäre es schwer zu argumentieren, dass die englischen Langbogen völlig ineffizient waren. Das Problem ist nur, dass wir nicht wirklich wissen, was sie effektiv machte. War es wirklich die Durchschlagskraft oder war es etwas anderes? Die Hypothese, dass Langbögen mittelalterliche Rüstungen nicht durchschlagen konnten, steht im Widerspruch zu einer Reihe von Primärquellen, die entsprechend ihr Veto einlegen würden. Aus diesem Grund werden traditionell orientierte Historiker ihre Meinung nicht ändern, selbst wenn moderne Tests zu anderen Ergebnissen kommen.
Sie stehen den Test für gewöhnlich skeptisch gegenüber und argumentieren, dass es fast unmöglich sei, die mittelalterlichen Bedingungen nachzustellen. Dabei geht es nicht nur um die Art von Pfeil, Bogen und Rüstungen selbst, sondern um einen Haufen weniger offensichtliche Fragen, wie zum Beispiel, ob der Pfeil auf ein bewegliches Ziel geschossen wurde, was zu einer viel höheren Aufprallgeschwindigkeit führen würde, oder ob die Pfeilspitzen gehärtet waren oder nicht. Es gibt also einige unbeantwortete Fragen, wie zum Beispiel, wie gut war eine durchschnittliche Rüstung damals? Wie viele Männer waren in den betreffenden Schlachten überhaupt gepanzert? Auf welche Entfernung wurde der Pfeil abgeschossen? Können wir heute eine mittelalterliche Rüstung originalgetreu rekonstruieren? Oder wird sie immer etwas anders herauskommen, weil sich Materialien und Herstellungsmethoden verändert haben? Stellen wir uns zum Beispiel vor, dass nur 30% der Rüstungen der Franzosen bei Crécy von schlechter Qualität waren. Das könnte schon ausgereicht haben, dass die englischen Langbogenschützen die Franzosen über den Haufen schießen konnten. Militärhistoriker sind sich nämlich einig, dass man nur einen erstaunlich kleinen Teil der feindlichen Armee verwunden oder töten musste, um Unordnung zu verursachen und den Gegner in die Flucht zu schlagen. Sobald die ersten Kameraden fielen, dachte der durchschnittliche Kämpfer an Flucht. Wenn man also genügend Pfeile auf ein Ritterheer schießt, und 30% nicht die nötige Rüstung haben, um die Pfeile abzuhalten, könnte das schon zum Sieg reichen. Und das führt uns zur Ansicht einiger gemäßigterer Historiker. Nehmen wir an, unsere Quellen seien falsch. Schließlich waren die Chronisten nur selten auf dem Schlachtfeld anwesend und schrieben ihre Texte in der Regel einige Zeit nach den Ereignissen. Sie waren außerdem keine Spezialisten auf dem Gebiet der Kriegsführung und könnten die tatsächlichen Ereignisse durchaus falsch verstanden haben. Es könnte sein, dass das, was in den mittelalterlichen Quellen steht, eigentlich nur heißt, dass die Pfeile die Ritter durch ihre Rüstung hindurch töteten, diese aber in Wirklichkeit nur Schwachstellen durchschlugen. Historiker, die in diese Richtung denken, betrachten die Aussagen der mittelalterlichen Chronisten oft als literarische Ausdrucksmittel, die schlicht verwendet werden, um etwas zu illustrieren. Nehmen wir zum Beispiel die Metapher Pfeilhagel, die sich ja nicht auf einen buchstäblichen Hagel aus Pfeilen bezieht, sondern auf eine Salve, also viele gleichzeitig abgeschossene Pfeile. Ähnlich könnte sich eine Formulierung wie die bereits erwähnte »Die Pfeile siegen über die Rüstungen der Ritter« einfach auf einen Sieg über schwer gepanzerte Ritter beziehen und gar nicht explizit auf das Durchschlagen der Rüstungen. Historiker, die davon ausgehen, dass Langbögen keine Rüstungen durchdringen konnten, argumentieren in der Regel, dass der Einsatz von Langbögen dennoch eine erfolgreiche taktische Maßnahme sein konnte. In der Tat ist das eine gängige Meinung unter Historikern, auch wenn sie bei weitem nicht von allen akzeptiert wird. Die Vertreter dieser Meinung denken, dass Langbogenschützen meist auf den Flanken einer Infanterielinie aus schwer gepanzerten Soldaten eingesetzt wurden, um den feindlichen Angriff zu verlangsamen und sie dann von der Seite mit Pfeilen zu beschießen. Allein die Verlangsamung des Angriffs wäre ein entscheidender taktischer Vorteil gewesen. Alles in allem haben Tests gezeigt, dass es selbst für einen guten Bogenschützen mit einem starken Bogen schwierig ist, einen platten Harnisch zu durchschlagen. Die zeitgenössischen Chronisten weisen aber darauf hin, dass es möglich gewesen sein könnte. Einige Historiker halten sich an die Chronisten, andere sind skeptischer gegenüber diesen Quellen. Sie glauben, dass der englische Langbogen eher ein erfolgreiches taktisches Mittel als eine technologische Innovation war. Beide Gruppen wenden grundlegend unterschiedliche Methoden an. Der Fall des englischen Langbogens zeigt auf schmerzliche Weise, dass kein Forschungsgebiet für sich allein perfekt ist. Es bedarf des Austauschs und der Debatte zwischen Wissenschaftlern und Disziplinen, um schlechte Argumente auszuschließen und neue Thesen zu entwickeln. Die Debatte um den englischen Langbogen ist also ein perfektes Beispiel für laufende Geschichtsforschung, wenn sie richtig betrieben wird. Nice.